Niemand stimmt dagegen, niemand enthält sich, dann haben wir so Verfahren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 3441, britisches Überwachungsprogramm Tempora ist unionsrechtswidrig, Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien einleiten. Ich eröffne die Beratung und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Kollegen Kern das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Der Auftrag der Stasi im Unrechtsstaat DDR war simpel: alles zu wissen. Die totale Überwachung aller gesellschaftlichen und politischen Abläufe. Und dabei wähnte man sich natürlich im Recht. Ich zitiere: Wir haben versucht, nach der Verfassung und den bestehenden Gesetzen einwandfrei zu arbeiten. Das sagte einst Stasi-Chef Erich Mielke über die Arbeit seines Ministeriums. Was wir bislang nur befürchteten und wofür wir belächelt wurden, ist nach den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden nun bittere Gewissheit. Die totale Überwachung und Kontrolle des öffentlichen und privaten Lebens ist kein vergangenes Horrorszenario aus das Leben der anderen. Es ist tagtägliche Realität, auch hier bei uns. Und auch heute behauptet man, nach Recht und Gesetz und nur zum Schutze der Bevölkerung zu handeln. Dabei sind die Kontrollmechanismen im digitalen Zeitalter noch viel perfider. In effizienter Arbeitsteilung unterstützen sich die nationalen Geheimdienste gegenseitig. Amerikaner und Briten überwachen großflächig, die Deutschen nutzen munter die dabei anfallenden Daten zur Bespitzelung der eigenen Bevölkerung. Und das Ganze wird so organisiert, dass nie ein politischer Entscheidungsträger jemals für die massive Missachtung der Grundrechte Verantwortung übernehmen muss. Das ist nichts anderes als globaler Kontrolltaylorismus. Der größte Datenstaubsauger ist gleich nebenan. Das Programm des britischen Geheimdienstes GCHQ namens Tempora. Durch das Anzapfen von Internetknotenpunkten und Glasfaserkabeln kann Tempora den weltweiten Telekommunikations- und Internetdatenverkehr überwachen. Nicht nur die Verbindungsdaten, nein, auch der komplette Inhalt von E-Mails und Telefonaten wird gespeichert. Allein bis zu 600 Millionen Telefonverbindungen täglich. Und auch Tempora basiert selbstverständlich auf geltendem britischem Recht. Mielke wäre stolz gewesen. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu PRISM und den USA, die sich seither erfolgreich der internationalen Gerichtsbarkeit entziehen, handelt es sich bei Tempora um das EU-Mitglied Großbritannien. Ganz offensichtlich hat Großbritannien mit den Überwachungsaktivitäten gegen geltendes EU-Recht sowie die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Im Sinne der europäischen Grundrechte muss ein solch eklatanter Verstoß geahndet und alle Sanktionsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Dazu zählt auch die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens durch die EU-Kommission. Und denen, die behaupten, die Geheimdienste unterlegen nicht den Regelungen des Unionsrechts, muss man einfach sagen, die Aushebelung der europäischen Grundwerte und Installierung eines Kontrollstaates ist unserer Ansicht nach jedenfalls nicht mit der europäischen Rechtsordnung vereinbar. Was hier geschieht, geht ganz klar über die Grenzen geheimdienstlicher Tätigkeiten hinaus. Wer das nicht einsieht, ist auf einer Linie mit Erich Mielke. Millionen von Euro gibt die Europäische Union jährlich für große Hochglanz-Image-Kampagnen aus, in der vagen Hoffnung, so die Menschen in Europa von gemeinsamen Werten und Idealen überzeugen zu können. Doch sie können noch so viel buntes Papier bedrucken. Wenn die Einhaltung der eigenen Grundrechte nicht endlich auch durchgesetzt wird, sind alle Bekenntnisse für eine wertebasierte EU zynisch und verlogen. Und ich kann die Menschen verstehen, die von einem wertelosen Europa nichts mehr wissen wollen. Ich komme zum Schluss. Wir Piraten bleiben dabei. Die Entwicklung der Geheimdienste hin zu einer internationalen Stasi mit Fernbedienung bekämpfen wir aufs Schärfste. Denn
Überwachung ist wie Radioaktivität. Man merkt nichts. Erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion spricht der Herr Kollege Münchow.